Fotoinstallation gegen das Vergessen von Luigi Toscano am Wiener Burgring vom 7. bis 31. Mai 2019. Ehrenschutz Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Gegen das Vergessen ist das Erinnerungsprojekt des deutsch-italienischen Fotografen und Filmemachers Luigi Toscano. Der Künstler besuchte und porträtierte dafür mehr als 300 Überlebende der NS-Verfolgung in Österreich, den USA, Deutschland, der Ukraine, Russland, Israel, den Niederlanden und Weißrussland. Mit Gegen das Vergessen und seiner unverkennbaren künstlerischen Handschrift setzt Luigi Toscano ein deutliches gesellschaftspolitisches Zeichen. Statt hinter verschlossenen Museumstüren präsentiert Luigi Toscano die überlebensgroßen Porträts der Überlebenden an zentralen Orten, die für alle zugänglich sind. Parks, Plätze oder Häuserfassaden. Auf diese Weise finden sie einen direkten Zugang in den Alltag und das Bewusstsein von tausenden Menschen. Sie erreichen den Betrachter persönlich und emotional, unabhängig von Alter, Herkunft, Sprache oder Bildung. Kleine Informationstafeln, eine mobile App und ein Dokumentarfilm ergänzen die Ausstellung. Gegen das Vergessen ist ein Testament der Überlebenden der NS-Verfolgung. Jede Geschichte ist einzigartig. Sie wurde aber auch erzählt für die vielen anderen, die nicht mehr gehört werden können. Doch das Projekt ist viel mehr als ein Blick zurück. Die Erinnerung sensibilisiert uns auch für aktuelle gesellschaftlich ausgrenzende Tendenzen. Gegen das Vergessen fordert jeden Einzelnen auf, alles zu tun, dass so etwas nie wieder geschehen kann. Gegen das Vergessen in Wien ist eine gemeinsame Initiative des psychosozialen Zentrums ESRA und des Künstlers Luigi Toscano. Sie steht unter dem Ehrenschutz von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und umfasst knapp 100 Porträts, darunter auch zahlreiche Bilder von Überlebenden mit österreichischen Wurzeln. ESRA betreut und behandelt seit 25 Jahren Überlebende der NS-Verfolgung sowie deren Angehörige. Ein ganz besonderer Dank gebührt den Überlebenden, die sich für Gegen das Vergessen porträtieren ließen. Ohne sie wäre das Projekt nicht möglich gewesen. Ihre Stärke ist unvergleichlich, ihr Vertrauen die größte Ehre und Anerkennung. Ich zitiere Christine Immlinger von der Presse am 27. Mai 2019. Erst wurden die Bilder zerschnitten, dann geschmiert, auch mit Hakenkreuzen. Und zuletzt bei der dritten Attacke in wenigen Tagen wurden Löcher in die Bilder geschnitten. Die Gesichter der NS-Überlebenden, die darauf abgebildet sind, großflächig zerschnitten. Bisher wurde die Ausstellung in Mannheim gezeigt, zweimal in Berlin und fünfmal in der Ukraine. Sie war bei den Vereinten Nationen in New York zu Gast und in Washington DC am Lincoln Memorial Reflecting Pool, lief heuer im Mai in San Francisco und kommt jetzt nach Mainz, Chicago, Seattle und Pittsburgh. Dreimal wurden die großformatigen Porträtfotos von Überlebenden der NS-Verfolgung in Wien innerhalb weniger Tage verwüstet. Österreich, was ist los mit dir? Mit diesen Worten postete Luigi Toscano Fotos seiner zerstörten Werke im Internet. Die wiederholten Attacken auf die Bilder, die mitten in der Stadt an der Ringstraße beim Heldenplatz ausgestellt waren, lösten eine große Welle der Betroffenheit und der Unterstützung aus. Von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der die Ausstellung am 7. Mai eröffnet hatte, abwärts, äußerten unzählige ihre Betroffenheit, vor allem im Internet. Am Ort der Ausstellung vor den Bildern wurden Blumen abgelegt und Kerzen entzündet. Und schon wenige Stunden nach der neuerlichen Zerstörung saßen dort Freiwillige auf Campingsesseln, um auf die Bilder Acht zu geben.
Alexander van der Bellen sagte bei der Eröffnung am 7. Mai 2019, einen Tag vor den Gedenkfeierlichkeiten zum offiziellen Ende des Zweiten Weltkrieges, die Geschichte sei bekannt. Zitat: Wir alle kennen die Zahl der Ermordeten, aber Zahlen sind das eine. Wir haben Schwierigkeiten, uns vorzustellen, was Vertreibung, Folter, Erniedrigung für jeden einzelnen Menschen bedeutete. Ich glaube, wir werden nie ganz nachfühlen können, was all diese Menschen empfunden haben. Und wir werden nie ganz verstehen, was andere dazu bewogen hat. Wie Menschen anderen Menschen so viel Leid antun konnten. Die Ausstellung zeige Menschen als konkrete Individuen, so der Präsident bei der Eröffnung, an der auch mehrere Überlebende teilnahmen. Zitat: Und diese Ausstellung gibt dem Leid ein Gesicht, Gesichter und Namen. Diese würden beispielhaft für Millionen von Verfolgten stehen, die Opfer von Willkür, Hass und Brutalität wurden. Van der Bellen betonte, es gehe aber nicht nur um Erinnerung, sondern auch darum, Lehren zu ziehen. Zitat: Ich hoffe, dass Initiativen wie diese Ausstellung dazu beitragen, darüber nachzudenken, wie es zu Folter, zum systematischen Morden kommen konnte. Man müsse nicht nur über die Endphase der Verfolgung mit den Konzentrationslagern wie Mauthausen nachdenken, sondern auch über deren Vorgeschichte. Zitat: Es beginnt immer mit dem entwertenden, diffamierenden Wort. Damit andere zu Sündenböcken zu machen. Mit Diskriminierung. Und endet schon vor Auschwitz und den anderen Lagern mit der Entmenschlichung. So van der Bellen. Hier liege die Verantwortung der heutigen Generation. Zitat: Wir haben die Pflicht, uns diese Vorgänge bewusst zu machen, um sie schon in ihren Anfangsstadien erkennen und dagegen aufstehen zu können. Они уже не умерли.